Moin an willkommen bei Gesundheit, dem Vlog mit der CRM. Mein Name ist Gilles Michaud, ich bin Psychotherapeut am Gesundheitszentrum von der Fondation Hôpitaux Robert Schumann. Und ich ging ja schon ganz gerne ein paar Explikationen zum Thema von der Spritzenphobie gehen. Spritzenphobie, auch nach Trypanophobie oder für ganz korrekt zu sehen Blutverletzungs- und Spritzephobie genannt, also eine Problematik, bei der die Betroffenen eine ganz starke Angst für Spritzen, Verletzungen oder auch kleineren medizinischen Angriffe haben oder wo es beim Ublick von Blut an Spritzen ganz schlecht kann gehen an, wo dann Extremfall sogar dazu kommen kann, dass Malaise kriegen an sogar Schwerfälle. Und das hat dann oft als Konsequenz, dass die betroffenen Situationen, wo sie beispielsweise mit Spritzen konfrontiert werden, evitieren. Die ist nämlich bei einem Doktor gehen, nämlich an Blutanalyse oder sich auch nicht impfen lassen, auch weil sie das prinzipiell gerne geben machen. Und das kann natürlich dann auch als Konsequenz haben, dass bestimmte Krankheiten nicht frei genug diagnostiziert oder behandelt gehen oder eben auch die Betroffenen sich nicht für einen vermeidbaren Kränkten optimal schützen können lassen. Blutverletzungs- und Spritzenphobie ist vor allem bei Kindern natürlich mehr stark ausgeprägt, aber sie können aber auch relativ häufig bei Erwachsenen vier. Und es geht ihnen davon aus, dass schätzungsweise rund 3% von der Population irgendwann ein im Laufe von ihrem Leben mehr oder minder stark von dieser Problematik können betroffen sind. Auch schwere Formen von der Blutverletzungs- und Spritzephobie können relativ gut mit Psychotherapie behandelt gehen, vor allem auch durch Verhaltens- oder Hypnotherapie und das oft auch sogar an wenigen Sitzungen. Bei milden Formen von der Blutverletzungs- und Spritzephobie können aber auch Entspannungsmethoden ganz hilfreich sein, eher selber darauf aufzupassen, dass sie echt aktiv Entspannungsmethoden nutzt, wie beispielsweise Progressivrelaxation, weil das eben bei der Blutverletzungs- und Spritzephobie ähnlich ist wie bei deren Phobien oder einer anderen Phobien zu einer stärkeren Senkung vom Blutdruck könnt. Und du willst dann mit dynamisierend aktive Entspannungsmethoden besser indiziert sind. Ich hoffe, dass das Informationen für den einen oder den anderen hilfreich konnte sein. Weitere Informationen, beispielsweise zum Thema von der progressiven Relaxation oder auch anderen Entspannungsmethoden, findet ihr im Site vom Gesundheitszentrum.